gibt ja auch viel Interessantes zu entdecken auf der B2B Nord. Bei mir ist jetzt Joe. Hallo Joe. Hi, wie geht's? Mir geht es sehr gut. Ich würde gerne von dir wissen, was du hier heute machst. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Es wird einen Vortrag, kann man gar nicht sagen mehr, eine Performance wahrscheinlich von dir geben. Was genau machst du? Also ich stelle heute zwei innovative Coaching-Konzepte vor. Einmal ist das Fangen im Pfeil. Ja, weil ich komme aus der Guinness-Rekord-Ecke, wo sehr viele Rekorde ich habe mit Fangen im Pfeil. Und dann um 18 Uhr stelle ich dann das Business-Samurai vor, was sehr witzig und spektakulär ist. Das klingt jetzt so actionreich und auch hier die gute Figur sieht so gar nicht eigentlich nach Wirtschaft aus. Wie genau passt das alles zusammen? Also es ist so, ich wende die Ideen, ja, die die Samurais früher angewendet haben, nachdem sie in die Schlacht gegangen sind, das nach dem Musashi, das ist einer der berühmtesten Samurais gewesen, dessen Strategien, Prinzipien im Kampf habe ich versucht, in die deutsche Wirtschaft umzusetzen, erfolgreich umzusetzen. Das heißt, die japanische Wirtschaft auch ist aufgrund dieser Samurai-Regeln aufgebaut worden. Heißt, es gibt ganze Klarheit, wenn man einen Schlag ausführt. Die Samurais sind nicht für Schnörkel hin und her. Die sind sehr direkt schnörkellos. Wenn man sieht, wenn ein japanischer Firmenchef A sagt, kommt auch A durch die ganzen Mitarbeiter ganz runter bis zum Kunden, bis zum Hausfrau, Putzfrau, Geschäftsleute, Manager, alles. Es erreicht allen. Da ist die Hierarchie ganz klar. Und ich versuche, dieses Prinzip in Deutschland durch den Business Samurai näher zu bringen. Und was sollten die Leute eben mitnehmen nach deinem Vortrag, nach deiner Performance? Also was würdest du denen gerne vermitteln? Klarheit. Das ist doch auch gut auf den Punkt gebracht. Aber vielleicht kannst du noch kurz sagen, wie du überhaupt darauf gekommen bist. Wie hat sich das so entwickelt? Ja, es ist so, dass ich komme ja vom Kampfsport. Ich bin da sehr erfolgreich gewesen im Taekwondo, bin mehrfacher Hamburger Meister, Deutscher Meister, Nationalmannschaft. Dann ist es übergegangen in die Guinness-Rekord-Ecke und habe jetzt 8 Guinness-Rekorde und habe festgestellt, dass die Prinzipien, das sportliche Prinzipien, die mir zum Erfolg geholfen haben, auch auf die Wirtschaft umsetzbar sind. Ja, das heißt, man muss tatsächlich innen ruhig und klar sein. Und ja, wenn ich jetzt alles verraten würde, dann würde jetzt keiner zu meinen Workshops kommen. Deswegen muss ich immer aufpassen, was ich sage. Ich würde sagen, wir verraten noch nicht zu viel, aber ich finde, das klingt alles sehr, sehr spannend und ich freue mich auf jeden Fall auf deine Performance da gleich und werde es mir in jedem Fall angucken und bedanke mich ganz herzlich für deine Information schon mal vorab. Unbedingt. Dankeschön. Tschüss, Joe. Ciao.